Hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr lieben Menschen. Ich freue mich. Was gibt's heute? Heute gibt es Alien Cosmetics. Okay, keine Ahnung. USA. Das Packaging, fantastisch, würde ich sagen. Das eigentliche Moment, ich muss mal eben hier so ein bisschen, Spiegel ist drinne, ne, ein großartiger Spiegel, sehr schwer, sehr wertig und darum geht es heute. Schon ein bisschen geswatcht worden, joa, ich habe die schon so ein bisschen, aber ich habe es nicht geschafft, da mal mit zu arbeiten. Das werden wir heute tun. So, die Alien Palette, Alien Cosmetics Palette, das Packaging ist einfach fantastisch, oder? Ich finde das krass, ja. Dann lass mal zusammen auf. Wow. Auch da wird wahrscheinlich wieder ein Spiegel drin sein. Schnellklappen, zack. Oh mein Gott. Das ist doch der Hammer, oder? Ein schöner Spiegel. Schöner Spiegel. Wow. Guckt euch das an. Fantastisch, würde ich sagen. Da habe ich doch Lust, Make-up aufzutragen. Und zwar fange ich an, diesmal so. Ist natürlich immer ein Print drauf, und zwar Strawberry. Ne, ist nochmal eben hier so zur allgemeinen. Okay, ihr wisst, worum es geht jetzt hier, ne? Das ist ein sehr schöner Ton. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Indie-Brand ist. Wir machen einfach mal. Der ist sehr interessant, dieser Ton. So ein bisschen gummiartig. Oh mein Gott. Ne, Töne blende ich euch ein. Eine neue Pen-Palette. Ne? Jo. Und dieses wunderschöne Grün. Machen das mal hier so im Schnelldurchlauf. Wow. Und Gelb in der Mitte. Gelb-Gold. Wow. Okay, einmal nur so rüber. Ich muss mal eben kurz Finger sauber machen. Ja. Ja, interessant, interessant. Wir werden sehen. Es geht weiter mit diesem Grünen. So, jetzt machen wir das mal so. Dann kommt ein Pink schimmernd glitzernd. Ja. Alien Cosmetics hat mich schon immer fasziniert wegen dem Packaging. Und da war ich jetzt. Oh, meine Fresse. Das ist mal ein Rot. Okay, okay. Okay, okay. Ja, ist ein bisschen jetzt in den anderen Ton mit reingekommen. Ups. So. Okay, das ist ein. Und der letzte Ton ist so ein dunkler Pflaumenton. Oder sowas. Wow. Also das Rot, ja. Das wird jetzt schwierig. Was mache ich? Ich bin ja, nun, weil da auch Grün drin ist, wisst ihr ja eigentlich, ne? Aber, ne. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen Rot nehmen. Ich weiß noch nicht. Wir tragen jetzt erstmal die Sample Beauty Eye Base auf. Oh mein Gott, ist das cool. Ich habe sie wieder zurückgetan nach dem letzten Video. Wisst ihr noch gar nicht. Also ich mache hier mit
So, ich prime jetzt mein... Ich gehe da mit rein. Ich prime jetzt mein Lied. Ich weiß nicht, ob das Sample Beauty... Ob das Sample Beauty Video schon online ist oder auch noch kommt. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt, wie ich das mache. Aber ich wollte dieses... die Bass noch mal einmal ausprobieren, weil ich die... Ist halt in the test, ne? So. Ja, was gibt's sonst Neues? Viel Arbeit. Viele Paletten kommen gerade raus. Das auch noch, also... Ich kann mich gerade nicht beklagen um zu wenig Arbeit. Ich komme nicht hinterher. Die Kisten der Schande haben sich auf 2, 3 erweitert. Okay. ich werde jetzt versuchen... Und das müssen wir mal ein bisschen anders machen. Das klappert mir hier zu dolle. So, dann legen wir die Pinsel hier hin, nämlich. Ich möchte diesen tollen Rotton, glaube ich, auftragen, nachdem die Swatches, wir gucken uns die Swatches nochmal, meine Fresse. Also es ist ein bisschen Pastell, es ist ein bisschen alles irgendwie. Ich bin gespannt, wie die sich auftragen lassen. Da bin ich jetzt richtig gespannt. Okay, ich gehe mit diesem, der ist sauber. Zoeva 227, der ist eigentlich für schwierige Pat McGrath Lidschatten. Gehe ich jetzt mal in diesen Rotton und, ups, ja, nur in Rot, so. Und werde jetzt mal mit meinem Spiegel, also, okay, den Palettenspiegel nehmen, ne, genau. Den Spiegel haben wir auch hier, ne? Aber der ist jetzt gerade ein bisschen... Huch! Siehst du? Der ist jetzt gerade ein bisschen groß. Den legen wir mal dahin, dann ist er auch im Bild. Guck. ich werde jetzt mit diesem Spiegel hier mal ein bisschen arbeiten. Ja. Alien Cosmetics. Habe ich jetzt... Wo habe ich das? Instagram? Na? Jo. Wow. Ich mache die andere Seite gleich mal mit. Was haben wir denn hier? Ja. Bisschen Eye Primer im Gesicht, okay. Das haben wir ja öfters hier, ne, bei mir. Ich habe irgendwelche fraktale Elemente irgendwie sammel. Also, so zu schminken ist für mich ein bisschen schwer. Aber, ja, klappt ja. Wow. Cool. Nicht schlecht. So, was haben wir dann? Mit diesem Wet n Wild Brush aus der Pac-Man Kollektion versuche ich jetzt mal irgendwas zu gestalten. Ich weiß jetzt nicht, was ich nehmen soll. Ich würde euch jetzt gerne fragen, aber das können wir jetzt nicht machen. Ich gucke mir mal die Swatches an. Ich möchte diesen fliederfarbenen Ton aufnehmen und den
hier rein. Oh ja, das war eine gute Idee, glaube ich. Das sieht ja gut aus, wenn ich das mal sagen darf. Ich gehe jetzt, also ich sollte mal Pinsel putzen, ja, waschen, wie auch immer. Ich gehe jetzt mit dem, wie mache ich das jetzt? Ich will ja noch, ich will noch ein paar Farben ausprobieren. Ich gehe jetzt mit diesem, wie habe ich das genannt? Pflaumenrot. Mit diesem, ja, ich weiß nicht, mit diesem extrem, achso, hier mein Spiegel. Hier runter. Zieh mir, ach, da muss ich hin, zieh mir das ein bisschen hoch. Leicht dunkel ist und guck auch mal in den Spiegel. Das wäre also richtig in den Spiegel. Das wäre ganz fantastisch. Wow. Cool. Das gleiche, ach Quatsch, ich bin begeistert bis jetzt. Ich möchte gerne, das habe ich, das, dieses, ja, ich muss es ja jetzt ausprobieren, ne? Jetzt bleiben wir bei den Farben, schade, grün, müssen wir den nochmal ein andermal ausprobieren. Ich gehe jetzt mit diesem Ton nochmal hier unter, drunter, unter dem Auge. Okay. So dass ihr das auch sehen könnt, das wäre ganz fantastisch. Es gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich gehe mit diesem hellen Ton unter die Augenbraue und hübsch das da mal ein bisschen auf, wenn das geht, wenn es nicht zu staubig ist, dass die immer so kreidig sein müssen, ne? Nee, geht aber. Okay. Very nice. So. Huch, und damit das jetzt irgendwie noch bumst, gehe ich mit... Okay, schmeiße ich meine Pinsel runter. Geh jetzt nochmal hier in den Goldton rein. Und setz mir den hier irgendwie jetzt. Ein glänzendes Highlight. Alter Lachs! Alien Cosmetics. Meine Damen und Herren, ich bin sehr begeistert. Der nächste Look wird grün. Jetzt haben wir mal diese Themenfarben genommen, die auch die Palette beinhalten, von außen. Und zwar Rottöne. Als Testlook wahnsinnig toll. Wie findet ihr das? Folgt mir bei Instagram, kommentiert das Video, teilt das Video, schreibt mal bitte, ob ihr Erfahrungen mit Alien Cosmetics habt und ich wünsche euch was. Ihr Lieben, macht's gut. Tschö!